Sean Strickland ist Champion, ein UFC-Fighter soll schwere Verbrechen begangen haben und Volkanovski will bei UFC 300 aktiv sein. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Flo, viel Spaß bei den MMA-News. Da lag ich dann wohl mal richtig daneben mit meiner Prediction. Aber diesen Kampfverlauf haben wohl auch die wenigsten vorhergesehen. Sean Strickland besiegt Israel Adesanya vollkommen zu Recht, einstimmig und auch einfach eindeutig nach Punkten. Wahnsinn. Ganz klar einer der historisch größten Underdog-Siege in der UFC-Geschichte. 7:1 waren ja circa die Quoten vor Kampfbeginn. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Montagabend, sind also schon ein paar Stunden vergangen seit dem Event und so richtig drauf klar komme ich immer noch nicht, muss ich einfach so sagen. Vor allem halt nicht auf die Art. Sag mir vorher, dass der den richtig satt trifft und Adesanya ausnockt. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber dass der den so eindeutig niederläuft, krass, wirklich. Ich höre viele Leute davon sprechen, dass Adesanya einfach einen Off-Day hatte, aber Sean sollte man da auch nicht zu viel wegnehmen. Der hat auch einfach wirklich stark gekämpft. Adesanya keinen Raum geboten zu kicken, ich erinnere mich nicht an einen High-Kick, und halt genauso wenig wirklich Momente zu kontern, was ja schon Adesanyas größte Stärke ist, zugelassen. Durch seine weird aussehende Defense quasi keinen Schaden auf Seiten von Adesanya zugelassen und natürlich in Runde 1 sofort ein Statement gesetzt, das den Kampf sicherlich auf beiden Seiten mental beeinflusst hat. Ich persönlich glaube schon, dass Adesanya mental nicht auf wirklichen Krieg eingestellt war, meinte ja im Vorhinein auf dem Media Day 1+1=2, water is wet, Sean Strickland getting slapped, hat also zumindest nach außen absolut keinen Zweifel gezeigt und kämpfte für mich auch so. Hab schon wirklich das Gefühl gehabt, dass der im Ring gar nicht drauf klarkam, wie dieser Kampf lief. Eugene Behrman meinte ja zwischen Runde 4 und 5, dass Adesanya jetzt mal ein bisschen Risiko gehen muss und er hat es halt wirklich gar nicht gemacht. Klar ist schon gut möglich, dass ein zweiter Kampf anders laufen würde, seit er gemerkt hat, dass er Sean nicht einfach in Konter ziehen kann. Aber ich würde wirklich in erster Linie sagen, dass Stricklands Stil wirklich unangenehm für Adesanya ist. Habe ich gar nicht kommen sehen, will hier gar nicht neunmal klug wirken, aber jetzt, wo wir die 25 Minuten gesehen haben, wirkt es auch gar nicht mehr so unlogisch, finde ich zumindest. Rückblickend ist man eben immer ein wenig schlauer. Wer halt auf der Pressekonferenz danach ausschließlich von einem Off-Day sprach, war Dana White. Meinte, dass Adesanya viel langsamer und unbeweglicher aussah als sonst und sprach deutlich mehr von schlechter Leistung auf Seiten von Adesanya als von guter auf Seiten des neuen Champions. Für ihn sei also nur eine Sache als nächstes sinnvoll, ein direktes Rematch. Und darüber kann man sich wohl echt streiten. Ich stand hier schon im Adesanya-Shirt, ist jetzt beim besten Willen nicht so, als könne ich den Mann ausnahmslos als Persönlichkeit abfeiern, aber bin dann noch definitiv keiner seiner Hater. Zusätzlich tue ich mich persönlich äußerst schwer mit Sean Strickland als Champion, hätte für mich fast keinen schlimmeren treffen können, aber ob dieses Rematch sportlich so fair ist, finde auch ich echt fraglich. Man kann als Argument dafür sicherlich aufführen, dass der die Spitze der Division in recht beeindruckend kurzer Zeit aufgeräumt hat, also Adesanya natürlich, teilweise Weltklasse-Leute bereits zweimal geschlagen hat, aber es ist ja nicht so, als sei der durch einen Lucky Punch oder so umgefallen und man könnte irgendwie von einem Freak-Accident sprechen. Aber naja, die Motivation von Dana wird sicherlich auch einfach sein, den aktuell eventuell größten Star der UFC wieder zum Aushängeschild zu machen. Glaube, das kann man aus der MMA-Bubble heraus oft nicht so super gut einschätzen, aber Adesanya ist, glaube ich, tatsächlich am meisten im Mainstream angekommen. Jon Jones war nie der Typ für Fernsehauftritte und Hangaround mit Hollywood-Größen. So ein Poirier oder ein Volkanovski oder so können da, glaube ich, auch noch nicht mitreden. Chimaev und Makhachev holen halt so den arabisch geprägten Raum ganz schön ab, aber das ist, was die Strahlkraft angeht, nicht vergleichbar und nicht der Markt, der die UFC in allererster Linie interessiert. Klar, man erhofft sich von einem Sean O'Malley, dass der das mal erreicht. Ich glaube, auch eine Alexa Grasso ist eine, bei der man krass die Daumen drückt, dass die entgegen der Erwartung vieler lange Zeiten den Gürtel hält. Aber aktuell und bezüglich der Superstars sieht es einfach momentan ohnehin mau aus, ist Adesanya noch so eine Konstante, die jetzt auch noch wegfällt. Ich glaube, das ist der primäre Grund, warum der schon wieder sein Rematch zu bekommen scheint. Strickland wurde auf der PK auch direkt gefragt, ob er bereit sei und meinte nur, dass man in der UFC eh nie so wirklich eine Wahl hat. Was ich auf jeden Fall so ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass Eugene Behrman, der für Adesanya auf der PK saß, meinte, dass er das Rematch am allerliebsten bereits nächstes Wochenende hätte und dass er überzeugt davon sei, ein paar sehr kleine Anpassungen am Gameplan von Adesanya würden diesem bereits den Sieg bescheren. Halte ich für sehr schwierig, die Einstellung, aber das war fairerweise auch eine Aussage kurz nach dem Event. Vielleicht hat er ja mit etwas zeitlichem Abstand
Abstand mehr Einsicht und Anerkennung vor der Leistung von Sean Strickland, dem neuen UFC-Mittelgewichts-Champion. Ansonsten so ein paar schwierige Ausdrücke im Cage gefallen, sowohl auf Seiten von Coaches als auch von Fightern im Post-Fight-Interview. Ich persönlich fand alles uncool, aber war jetzt meiner Meinung nach dennoch nichts, worauf man irgendwie nochmal ausführlich mit dem Finger drauf zeigen müsste. Nasrat hat eindeutig gewonnen, auf allen Punktezetteln mit 30-27 gewonnen. Karp gegen Dos Santos hat auf jeden Fall wie gehofft geliefert, wurde ja auch Fight of the Night, den Performance of the Night-Bonus erhielten Justin Tafa und Strickland. Zum Main Event kann ich hier ja nochmal ein paar Reaktionen der Division auf Social Media einblenden. Die Leute, die es interessiert, können ja pausieren. Whittaker meinte noch in seinem Podcast, dass er eigentlich mal plante, Strickland zu kämpfen, sollte der gegen Izzy verlieren und dass er jetzt so ein bisschen ratlos sei. Und Pereira meinte, das finde ich wirklich erwähnenswert, dass er damit nicht mehr plant, nochmal ins Mittelgewicht zu gehen, wollte da ja eigentlich noch die MMA-Trilogie mit Adesanya abschließen. Was ist ansonsten noch so passiert an diesem Wochenende? Volkanovski hat ein Interview im Rahmen von UFC 293 gegeben und meinte dort, sein Plan sei erst mit Ilya und danach will er bei UFC 300 das Rematch gegen Islam. Scheint also einerseits von auszugehen, dass der nochmal Charles schlägt, zumindest denke ich, dass er den Kampf nur dann wirklich attraktiv findet, und zum anderen wohl auch, dass er relativ zeitnah gegen Ilya kämpft und da recht unversehrt wieder rauskommt aus dem Cage. Ich meine, UFC 300 ist halt so im März oder April etwa. Einen Plan B offenbarte er dann wenig später auch auf Twitter, als McGregor gegen ihn schoss. Braucht man im Detail nicht drauf eingehen, aber Conor hält sich für besser als Volk und äußerte das. Alex antwortete, dass er auch den gerne im Frühling bei UFC 300 nehmen würde. Justin Gaethje hat auch ein Interview in Sydney gegeben, meinte, dass er zu 100% sicher sei, ein drittes Mal auf Poirier zu treffen. Der Kampf wird aber um den Gürtel gehen. Poirier hätte ihn 5 Jahre lang warten lassen, da müsse er sich jetzt auch mal ein bisschen gedulden, aber verwehren wird er ihm die Chance niemals. Die Bantamweights haben nochmal so ein bisschen per Handybotschaften kommuniziert, war ganz lustig, zeigt aber letztendlich auch nur nochmal mehr, dass O'Malley als nächstes Cheeto kämpfen will und der, wie zu erwarten, natürlich auch Bock hat. Dann gab es eine richtig wilde Nachricht aus Thailand. Die Phuket News berichten, dass der tschetschenische UFC-Fighter Kushein Ashkakov gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und 3 anderen Männern in die Wohnung eines italienischen Touristen eingebrochen sein sollen und diesen gekidnappt und im Anschluss gefoltert und ausgeraubt haben. Stattgefunden sei es am 3. diesen Monats und die Täter seien von Thailand aus nach Dubai geflohen und inzwischen bereits in Kasachstan. Mit dabei hatte man wohl diverse gestohlene Luxusuhren, ein bisschen Elektronik und 2 Sonnenbrillen. Zudem soll der Mann, der eine ganze Nacht gefoltert wurde, der Pass weggenommen worden sein, sowie die Kreditkarte, von welcher man bereits mehrere tausend Euro abhob. Während man ihn folterte, hat man wohl auch erfolgreich das Passwort für einen Safe herausbekommen und diesen bereits geleert. Waren wohl umgerechnet 40.000 Euro drin. Videoaufnahmen zeigen, dass der Mann gefesselt hinterlassen wurde und sich zur Rettung einen Gehweg lang robbte, als er es irgendwie aus der Wohnung geschafft hat. Stattfand die Tat wohl später am Abend, der Mann soll aus dem Bett gezogen worden sein, die Überwachungsaufnahmen sind aber vom helllichten Tag. So richtig klar zu sein scheint die Tat den Behörden in Thailand oder zumindest der Öffentlichkeit, aber aktuell noch nicht, kommt es mir zumindest so vor. Die beiden prominenten Brüder sollen entgegen einiger Berichte laut manch anderen Beiträgen nicht am Tatort gewesen sein, aber in der Planung der Straftat verankert sein. Den Mann hätten sie wohl schon vor einem Jahr erstmals getroffen, zumindest soll der das der Polizei gesagt haben und die Tat wohl möglich schon länger geplant haben. Trug damals sicherlich auch bereits eine Luxusuhr, vielleicht trifft man ihn mehrmals und merkt sogar, dass der mehrere zu haben scheint. Natürlich alles absolut keine Rechtfertigung für so eine widerliche Tat, aber eventuell eine Erklärung, warum man sowas wirklich lange durchplanen könnte. Ashkakov soll eigentlich Anfang nächsten Monats im UFC Apex gegen Daniel Pineda kämpfen. Sind wir mal gespannt, ob dieses Thema diese Pläne zunichte macht. So grob in dieser Ecke der Welt könnten wir thematisch auch gerade bleiben. Laut Chris Presnell, wohl einem MMA-Reporter aus dem asiatischen Raum, sowie Mola Sports, einem indonesischen Streamingdienst, plant die UFC angeblich, im September 2024 ein Event in Indonesien zu veranstalten. Wäre eine interessante Wahl, mir fällt jetzt auf Anhieb niemand ein, der da vor einer Homecrowd kämpfen könnte, aber wir nehmen die Gerüchte mal so auf. Es gab noch ein Face-Off zwischen Dylan Dennis und Logan Paul, oder das wurde jetzt zumindest veröffentlicht, keine Ahnung wann die Aufnahme war. Da gab Paul Dennis die Hand darauf, im Nachhinein noch ein Rematch im MMA gegen den Grappler zu bestreiten. Stichwort Grappling, Aljamain Sterling wird am 30. September gegen Nathaniel Wood grappeln. Stattfinden wird das Ganze bei Polaris 25 und Joaquin Buckley kämpft laut ESPN am 7. Oktober noch gegen Alex Morodo, also in der UFC.
Das waren dann auch schon wieder alle mir bekannten und meines Erachtens nach relevanten Nachrichten von diesem Wochenende. Ich danke wie immer fürs Einschalten, sende nochmal Grüße raus an meine Unterstützer auf Patreon. Hinweis für alle neuen Leute auf dem Kanal, lasst ein Abo da, langfristig ist hier noch einiges geplant. Freue mich, wenn ihr Teil davon werdet und schaltet natürlich auch in die nächsten Folge der MMA News.